Hi, guten Mr. Sport TV hier. Bevor ich mit dem Video starte, möchte ich allen Dortmunder viel Glück für die heutige Partie wünschen und viel Spaß dabei. In gut anderthalb Stunden geht es ja los. Aber ihr habt es mitbekommen, vor einigen Minuten ist es offiziell. Emre Can ist offiziell jetzt bei BVB. Sie haben den Vertrag festgemacht, es ist jetzt fix. Wir wissen ja, am Deadline Day ist er zu Borussia Dortmund gewechselt. 1 Million hat er an Leihgebühr gekostet mit einer Kaufpflicht von 25 Millionen. Und das haben sie es einfach jetzt schon gemacht. Bam. Einfach Butter bei den Fische, wie man in Bremen, glaube ich, sagt. Dazu mache ich die Tage auch noch ein Video. Aber er ist es offiziell jetzt. Das wird bestimmt in einem Stadion bekannt gegeben. Ist bestimmt auch schon durchgesickert. Aber er ist jetzt fix und ich denke, Emre Can ist ein wichtiger Spieler für Dortmund. Er geht auch mal da rein, wo es weh tut. Und ich glaube, genauso einer hat Borussia Dortmund gefehlt. Ob es dann für die Meisterschaft reicht oder so, mag ich zu bezweifeln, nimmt sie nicht böse. Ich glaube, dass Dortmund noch mal eine kleine Schwächephase haben wird, was der FC Bayern München ausnutzen wird. Leider Gottes. Ich würde es mir anders wünschen, dass es bis zum letzten Spieltag spannend wird, dass vielleicht sogar Dortmund die Meisterschaft holen kann. Wäre sehr schön. Aber wenn ich die Saison, in der nächsten Saison seid ihr dann hoffentlich besser aufgestellt. Übrigens kauft der BVB gerne mal bei Juventus ein. Ich habe jetzt die Liste vorliegen und wir sagen alle Namen was. Sunday, Olise, defensives Mittelfeld. Andreas Möller, Andi Möller, dem muss jeder was sagen eigentlich. Offensives Mittelfeld. Paulo Sosa, zentrales Mittelfeld. Jürgen Kohler, sollte auch jedem bekannt sein. Als Innenverteidiger Stefan Reuter, rechtes Mittelfeld. Julius Caesar in der Innenverteidigung. Emre Can, aktuell defensives Mittelfeld. Und Robert Kovac, der Trainerkollege sozusagen von Nico Kovac, also der Co-Trainer, sein Assistent. Dementsprechend ist alles dabei. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ihr könnt gerne in die Kommentare hauen, was eure Meinung zum Transfer von Emre Can ist. Ich sehe da Vorteile, weil, wie erwähnt, er geht da rein, wo es weh tut und in der Defensive brauchen die Dortmunder eigentlich schon ein bisschen Hilfe. Wir wissen ja, dass sie defensiv teilweise etwas anfälliger sind. Und Emre Can kann da vielleicht die Stabilität reinbringen. Wenn sich dann Dortmund wirklich in der neuen Saison nochmal in der Innenverteidigung verstärkt, dann ist, denke ich mal, schon einiges möglich. Offensiv sind sie perfekt aufgestellt. Aber wie gesagt, die Innenverteidigung braucht noch was. Nichts gegen Mats Hummels, aber ich glaube, wenn da Geschwindigkeit kommt, hat er Probleme. Auch wenn es wirklich ein klasse Innenverteidiger noch ist, muss man auch sagen. Aber vielleicht seht ihr es anders. Also sozusagen ist das aus meiner Sicht gesehen. Aber wie gesagt, haut eure Kommentare rein. Ich sage Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao.